Moin Moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion DD2 4 gegen 4 Gigamercs. Es geht weiter. Ich überlege gerade, ich könnte Fiesta spielen, damit meine Teammates mehr bekommen, aber diese Gigasöldner, die bringen natürlich viel Geld. Nee, ich bleibe bei der Burg. Welcome to Nova. So, mal gucken. Sakura Blume, Archer, Mana, Gatling Gun. Gatling Gun raus, Madman rein. Ja. Klingt gut für mich. Ich werde mit der Sakura-Blume anfangen. Zack, zack, fertig. Dann kann ich mit dem Auerochsen und dem Golem und dem Mana-Ross übelst viel tanken. Das ist richtig gut. So machen wir das. Double Login. Bananenbaum und Bazooka genommen. Okay. Was haben die anderen beiden? Das Bild ist so klein. Double Login, er hat Kämpferauswahl. Er hat auch Double Login. Waldläufer und Knochenkrieger? Warum macht man Double Login für den Knochenkrieger? Ja, ich weiß, der ist vielseitig, aber irgendwann ist er halt schwach. So, der ist halt irgendwann schwach und kann nichts mehr. So, hier drüben ist ein Pyro, okay. Albtraum, Archer. Ein Baum und ein Angler. Aber es könnte gerade so reichen, dass ich mir dann einen Mana-Ross hinstellen kann. Oh, einen hat er nicht geschafft. Ja, Mana-Ross. Kann man sogar zwei, also einen Platz lassen. Mach ich lieber so. Nächste Worker holen. Das darf man immer nicht vernachlässigen, wie wichtig Worker sind. Ja, Pyro hat natürlich schon durchgeknallt. So, sechs Worker, alle zusammen, sehr gut. Einer ganz schön viel durchgelassen. Wer ist das? Rosa. Seinen drei Anglern. Okay. Ernsthaft? Es fehlt ein Gold. Das gibt's doch gar nicht. Das ist schon frech. Na, wir laufen mit. So, weiter den König aufwerten. Gegen den Pyro kann ich erstmal sowieso nichts machen. Jetzt hat er noch einen Seraphim hingestellt. Und Teufelsfisch heißen die anderen, okay.
Na, schaffst du es noch? Gerade so. Da kommt schon wieder was an. So, ich packe einen Golem hin. Damit meine Blume geschützt bleibt. Muss ich den Golem hinpacken. Weil die so ja schön nach oben skalieren. Jetzt aber ganz schön viel verteilt. So, jetzt kann ich die Wave was schicken. Sie hat mir ein Unhold geschickt. Könnten auch einfach Unhold reinhauen. Nö. Den knallen wir rein. Wird auch schön verkackt. Und vielleicht, wenn ich es hinkriege, noch eine Echse. Aber das glaube ich nicht. So, habe ich da drüben auf jeden Fall schon mal den Torwächter. Ist auch mal sehr gut mit dem Mana-Ross, dass die dann mehr Köder produzieren. Schnecke rein. Ich glaube, der hat Fiesta, der eine. Der verkackt die ganz schön oft. Und ist aber noch gut dabei. Obwohl er so oft verkackt. Ja, es wird abgewehrt. Es wird wahrscheinlich auch abgewehrt, ja. Okay. Wir könnten einfach eine große Schnecke schicken. Archer. Könnte ich locker hier platzieren. Oh, schon wieder fehlt mir ein Gold. Das gibt's doch gar nicht. Dann mache ich das halt so. Unter 20. Ich glaube, das wird eng. Ich habe einen Archer hingestellt. Ja, das wird nix. Turtles. Oh, sind aber ganz schön viele noch angekommen. Ah, das ist wirklich nicht gut. Aber egal. Das holen wir schon wieder auf. Ich werde neue Archer hinbauen. Jetzt hat mir 2 Gold gefehlt. Das ist doch nicht wahr. Neue Turtle. Ja, schön wachsen.
140. Halb zu viel aus, die Teile. Nee, 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 so geht das nicht. Ich habe zwar nicht viel verkackt, aber es ist trotzdem nicht geil. Was könnte ich ihm denn schicken? Ja, Stich eigentlich, ne? Stich könnte ich mit reinschicken. So, es ist ja aufgewertet, fertig. Woche bin ich gut dabei. Einheitenwert bin ich auch gut dabei. Machen wir die Echse noch ein bisschen größer. Schickt er jetzt jedes Mal. Er wird mega viele Pyros dann bauen. Blume hat überlebt, sehr gut. Schick weiter Echsen. So, jetzt müssen wir ein paar Archer aufwerten. Ne, stellen wir noch einen hin. Stell einfach mal noch einen hin zur Sicherheit. King noch ein bisschen aufwerten. Das ist nicht verkehrt. Das macht manchmal schon ganz schön viel aus, wenn der King gar nicht aufgewertet ist oder voll. Aber die Archer machen den gut weg. Sehr gut. Hat auch locker geblockt. Schwierig. Einfach Dinos mit rein. So, eisige Berührung. Nehmen wir mit. Ich werde hier die Sakuras auf. Also die Kleinblümchen zu den größeren. Könnt ihr auch noch ein bisschen hochstecken. Das ist eine Riesenschnecke. Mit 8. Okay, 180. Der Archer war schnell weg. Nein, nicht die kleine Blume. Schweinerei. Ich hole noch einen. Ich könnte noch einen Worker holen. Mache ich auch. Ja, ich muss auf die späteren Raves hoffen. Bis viele.
So, ich werde so einen Ochsen hinstellen. Den kann man dann gut benutzen, um zu verteidigen. Kann ich auch Auto einstellen und gut. Und dann muss ich hier auch mal ein bisschen mehr hinstellen. Nee, ich warte mal. 400! Ach so, Aufwertung. Okay, aber trotzdem ist ein dicker Drache dabei. Mann! Nicht auf die Blume! Gibt's doch gar nicht. Es hat er noch ein Millennium. Scheiße. Ich werde einen mal noch hinstellen. Bevor ich mir hier die dicken Worker gönne. Da ist 10-mal durchgekommen. Entweder ist er nicht gut oder hat Fiesta. Aber dafür ist er eigentlich noch zu gut dabei. Stark. Blume down. So ein einer Drache. Aber bringt mir auch wenigstens noch Kohle. Keine Ahnung, ich lasse einfach Autos senden. So, wir könnten jetzt erstmal die aufwerten. So, und dann kann ich da noch Ochsen reinstellen. So, einfach noch den King aufwerten. Okay, links muss ich auf jeden Fall an der Verteidigung arbeiten. Ja, ich muss da wirklich viel zu viel schicken, damit ich ihn erwische. Das bringt erst in den späteren Waves was. Not enough gold. Huch. Mensch. Immer das Gleiche. Aber ganz schön viele Mana-Rösser. Wird wahrscheinlich dann, dass die mega viel Mana kriegen und immer diesen Superschuss machen können. Mega aufgewertet. 720. Ach die Kacke. Die eine Blume war sofort weg. Ich glaube, ich muss da noch ein bisschen was vorne hinstellen. Ein bisschen näher dran.
Off to work. Off to work. Right away. Krieg mal hin. Wer halt immer ab, na. Holy shit, er hat ein Ei. Überlegen. Mist Wave ist okay. So, alle aufgewertet. Ich könnte hier einfach noch einen hinstellen. Und dann hier noch Manaros. Damit das Ganze noch mal ein bisschen verteilt wird. ...980 mittlerweile. Übelst fetter Drache. Okay, ich glaube, das Ei wurde zerstört. Ah, sind schon geschlüpft. Nee. Den kriege ich nicht mehr weg, den großen. Alter, was ist das? Der ist nur ein Fünfer. So, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen aufrüsten. Zack. Hier stelle ich schon mal einen rein. Fertig. Die hat noch keine einzige Aufwertung bekommen. Was war das für ein Furzgeräusch? Alter, 1320. Das gab dick Knete. Riesiger Mohl. Ja, ich glaube, Mimik wird es übelst gerne genommen, weil die ordentlich Piepen kriegen. Ich habe mir jetzt auch der eine Kill, den der gemacht hat, 9 Gold gebracht. So. Wir können auf jeden Fall das machen. Das und das. Und dann nochmal einen Haufen Joker reinballern. Und dann ist Feierabend. Wo ist er? Hier. Einen kriege ich noch rein. Level 7.
14 Gold für mich, 14 Gold für mich, 14 Gold für mich. Gerade wenn die so kleine Einheiten haben, ist es, glaube ich, übelst stark. Nein, nichts mehr holen. Boah, ist nur noch Einheiten. Riesengroßen Dino. Turtles mit rein. Golem hinstellen auf jeden Fall, das aufwärt, das aufwärt. Ihn werte ich noch auf. Fertig. Es wird gesammelt. Ah, der hat, die haben schon reingeschickt. Ich glaube, ich muss da mit Hexen und sowas gehen. Wenn ich die ganzen Pyros down kriege. Oder mit denen. Viele Fernkämpfer. Belagerungsmaschinen sind ja nicht verkehrt. Gab's nochmal dicken Money. So, kann ich noch was aufwerten? Dich kann ich noch aufwerten. Ansonsten nicht. Also ich brauche noch so ein paar von denen. Und fertig. Und hoffe, dass es reicht. Um lang genug zu überleben, die nächsten Wellen. Der Lila schickt ja immer noch. Könnten jetzt schicken oder auf 22 spätestens. Spätestens ist auf 22 schicken, das ist klar. So, ich werde die aber hier hinten positionieren. Einfach damit sich das vielleicht ein bisschen teilt, wer weiß. Oh, er hat viele Mana Wasser. Oh, nix geschickt. Okay. Na, dann wollen wir mal. Hexen rein. Auf jeden Fall die noch.
Und dann könnte ich eigentlich noch so einen dicken Ogre holen, ne? So einen richtig fetten Ogre. Jetzt habe ich eine 8er Hexe, einen 8er Ogre, habe die 3 Einigkeit. Ja, schicken wir auch Schamanen mit rein. Die haben nicht geschickt, die sind tot. Ah, die dicke Hexe, oh, die holt auch so dicke Frösche. Die holt auch so richtig dicke Frösche. Oh, der hält aber wirklich gut. Holy shit. Hoffentlich kommen die anderen durch. Ja, die anderen sind alle durchgekommen, nur ich nicht. Weil er seine fetten Pyros die ganze Zeit stehen hat. Das ist auch eine riesengroße Hexe. Sehr gut. Hätten sie mal lieber die Runde geschickt. Sehr schön. Victory. Ja, perfekt. Das war's mit einer weiteren Runde von Legion TD2 Gigamurks. Schaut doch gerne bei Jano Videos vorbei. Lasst gerne ein Abo da, wenn ihr mehr Legion TD2 sehen wollt. Das war's erstmal für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.